Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe ebenfalls getippt und falls die Ergebnisse der Prognose euch nicht gefallen, dann haut eure Tipps in die Kommentare und schreibt nicht irgendwelche Beleidigungen, das ist meistens nicht so cool. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's gegen Hertha, Schalke gegen Hertha, damit geht's los. Viel Spaß dabei und ja, bleibt fair in den Kommentaren. Der FC Schalke 04 konnte endlich wieder gewinnen. 2:1 starteten sie positiv in die Rückrunde gegen den VfL Wolfsburg. Und die Wölfe waren ja eigentlich formstark. Sie lieferten aber keine so gute Partie ab. Gegen Hertha sollte es dann zu einem Auswärtsdreier reichen an diesem Freitagabend. Aber die Berliner hatten die Partie erstmal in der Hand, auch wenn es in der ersten halben Stunde zu kaum Möglichkeiten kam. Jetzt aber mal die Hertha mit einer kleinen Druckphase, auch wenn sich hier Lazaro den Ball zum Einwurf relativ langsam nimmt, dann ist aber Selke da, bringt den Ball in die Mitte, da ist Marvin Plattenhardt. Nach 32 Spielminuten zumindest mal der Ansatz einer Tormöglichkeit wirklich gefährlich, wurde es aber in der Szene noch nicht. Dann meldeten sich auch die Gäste mal zu Wort, die Elf von Domenico Tedesco wollte jetzt positiv anschließen. Und dann kam hier von Skripsi auch der erste Schuss zustande. Aber auch da war es nicht gefährlich, stark bereinigt es dann am Ende zum Eckstoß. Aus dem resultierte dann diese Aktion. 5 Minuten noch bis zur Pause, Schalke wollte eine Duftmarke setzen. Kelly Drury, Skripski und Marc Uth über die Außenbahn. Die Flanke auf Suat Serdar, der Kopfball zumindest aufs Tor. Rune Jahrstein musste jetzt auch mal eingreifen. Was war mit der Hertha los? Sie kam vor der Pause unmittelbar nochmal zu einem Angriff. Selke mit Ibisevic im Zusammenspiel hat gegen Nürnberg schon gut geklappt. Diesmal ist Davy Selke aber selber erfolgreich. 45. Spielminute, das zweite Saisontor erst für Davy Selke. Aber wie gesagt, gegen Nürnberg hatte er eine überragende Leistung abgeliefert. Und jetzt kann er sich endlich mal mit seinem nächsten Saisontreffer beweisen. 1:0 für die Hertha zur Pause. Ein ausgeglichenes Spiel mit nicht so vielen Tormöglichkeiten und so ging das 1:0 dann auch irgendwie in Ordnung. Im zweiten Durchgang dann die Hertha immer wieder mit Akzenten nach vorne. Schalke defensiv zwar kompakt, aber trotzdem ganz konnten sie Hertha nicht verhindern. Duda nach 56 Minuten mal mit dem Abschluss, aber Nübel war da, stand heute wieder zwischen den Pfosten und machte eine gute Partie. Etwas über eine Stunde gespielt, Rudi legt sich den Ball zum Eckstoß hin, bringt den dann rein, da ist auch Marc Uth und der hätte gepasst, dieser Kopfball, aber Rune Jahrstein ist eben lang genug und streckt sich und kann den dann ohne Probleme sogar festhalten. 10 Minuten noch auf der Uhr, die Hertha wollte das Spiel vom eigenen Tor jetzt fernhalten und das konnten sie auch, Valentino Lazaro mit diesem Lupfer an die Latte, das wäre die Entscheidung gewesen, aber die Hertha blieb dran, spielte von hinten jetzt auch immer und immer wieder lange Bälle nach vorne, Plattenhardt hat den Ball über die linke Seite, Marvin Plattenhardt mit der Flanke am zweiten Pfosten verschätzt sich, Bastiano Cipka und Davy Selke macht in der 91. Spielminute die Entscheidung, drittes Saisontor, Doppelpack also für Davy Selke, der Mann des Spiels. Nübel kann sich nur kopfschüttelnd darstellen, da war für ihn dann auch nichts mehr zu halten, auch wenn er im kurzen Eck einschlägt. Und Schipke hätte den Ball besser einschätzen müssen. So gewinnt die Hertha am Ende mit 2:0 gegen den FC Schalke 04. Verdient auf jeden Fall. Schalke hatte nach vorne etwas zu wenige Akzente und so nehmen sie hier keine Punkte mit. Hannover 96 ist wohl in eine der schwersten Krisen in dieser Saison geschlittert. Und jetzt sollte es wohl gegen Dortmund besser werden und sie versuchten es zumindest. Dortmund konnte sich ja 1:0 gegen Leipzig durchsetzen in einer hart umkämpften Partie. Die erste Möglichkeit hier gehörte tatsächlich den Gästen. Pirmin Schwegler versuchte es danach 10 Minuten mal aus der Distanz. Diallo war aber dazwischen und konnte es abwehren. Die Dortmunder wirkten sehr zurückhaltend und hatten noch nicht so viel nach vorne gebracht. Dann kamen sie nach über 20 Minuten wirklich gefährlich mal vor den gegnerischen 16er und kamen dann auch mal zu einem Abschluss und zwar zu diesem hier. Stark gemacht von Jadon Sancho, aber Michael Esser, der schon zuletzt gegen Bremen überragend hielt, eine Einserleistung absolvierte, ist hier wieder da und verhindert das 1:0 für Dortmund. Hier kann er einen Ball zumindest so halb aus der Gefahrenzone bringen, aber Weigel macht es nochmal scharf. Hakimi auf Lukas Piszczek, der wird nicht richtig angegriffen und Dortmund hat die Ruhe und die Zeit, diesen Spiel Zug auszuführen, Rafael Guerreiro da mit dem Abschluss, aber etwas zu hoch angesetzt. Nach 38 Spielminuten war Dortmund die klar spielbestimmte Mannschaft. Hannover hatte nach vorne nichts mehr zu melden bis zu diesem Zeitpunkt und waren glücklich, dass es nur 0:0 stand. Und vor der Pause kam sie tatsächlich nochmal zu einer Halbmöglichkeit. Das hier ist Weidand, der mit dem Abschlussversuch
aber Julian Weigel ist da heute wieder in der Innenverteidigung. Starken Job absolviert er hier. Und der linke Fuß, der linke Knöchel verhinderte den Schuss aufs Tor von Roman Bürki. So ging es mit 0:0 in die Pause. Etwas glücklich für Hannover 96. Borussia Dortmund war die bessere Mannschaft, aber sie konnten eben noch nicht den entscheidenden Punch nach vorne setzen. Jetzt wurde Hannover 96 in der zweiten Halbzeit nochmal frecher. Sorg gegen Paco Alcácer bleibt nicht dran, aber Paco Alcácer verschätzt sich hier mit Hakimi, dann Akpoguma auf Nikolai Müller. Und der macht plötzlich das 1:0, 61. Spielminute, das dritte Saisontor für den Neuzugang aus Frankfurt. Weidand, Akpoguma und dann dieser Ball ist natürlich stark gespielt, aber muss man Roman Bürki da einen Vorwurf machen? Eventuell, aber wer hätte von da mit einem Schuss gerechnet? Sicherlich keiner. Der Blick von Müller ging auch in die Mitte, das war eine starke Finte und so dann wenig zu halten vom sonst so überragenden Bürki. Hier ist es jetzt dann aber Rafael Guerreiro, der das postwendend ausgleichen konnte. Der BVB wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Spektakel gab es hier im Westfalenstadion ja auch schon zu Genüge. Unter anderem gegen Augsburg. Hier hatte man jetzt zumindest schon mal den Ausgleich erzielen können direkt. Aber auch Hannover blieb weiter dran. Das war wirklich eine mutige Formation, die hier aufgeboten wurde und eine mutige Vorstellung, die sie dann auch auf den Platz brachten. Müller und Wallace spielt auf Weidand. Bringt den Ball an Witzel vorbei. Schwegler zu Wallace und der mit dem 2:1 und wieder die Gäste in Führung. Sollten die jetzt wirklich nach Ewigkeiten mal wieder einen Dreier auswärts einfahren? Es wäre ja kaum zu glauben gegen den so heimstarken BVB. Die Fans der Dortmunder waren aber natürlich da. Und sie sorgten dafür, dass die Schlussphase hier nochmal richtig spannend wurde und für Dortmund zumindest ein Punkt möglich war. Und sie kam nochmal mit den Fans im Rücken. Sancho auf Axel Witzel. Der behauptet sich da. Thomas Delaney mit Witzel im Zusammenspiel. Überragendes Doppelsechser-Duo. Und dann ist Rafael Guerreiro da. Doppelpack vom Linksaußen. 83. Spielminute. Der BVB zumindest moralisch hier der Sieger in diesem Spiel. Es wäre am Ende auch das 3:2 fast noch möglich gewesen. Sie schafften es nicht, aber können trotzdem damit diesem 2:2 leben. Zumindest moralisch, wie gesagt, ist das als Erfolg zu erachten. Klar, gegen Hannover wäre drin gewesen, auch einen Dreier mitzunehmen, beziehungsweise es wäre ein Muss gewesen, aber das 2:2 am Ende geht dann in Ordnung. Hannover hat gekämpft und hat hier zumindest einen Punkt dann auch irgendwie verdient gehabt. Borussia Mönchengladbach ist eine Heimmacht. Alle Spiele zu Hause konnten sie bislang erfolgreich absolvieren. Gegen den FC Augsburg sollte es nicht anders werden. Die Fuggerstädter sind schlecht in dieser Saison drauf. Und jetzt vor allem mit diesem Start nach Maß für Gladbach auch im Hintertreffen. 11. Spielminute, Jonas Hofmann versucht sich da mal mit dem Distanzschuss gegen Kobel. Der kann nichts machen und dann greift er hinter sich. Schöner Schuss auch von Hofmann. Der hatte einfach zu viel Platz aus knapp 17 Metern. Und Gladbach blieb dran, wollte hier gleich ein Nachlegen. Zu Hause gar nichts anbrennen lassen. Hofmann auf Hazard. Thorgan Hazard. Jetzt kann sich Kobel endlich mal auszeichnen. Ist im kurzen Eck da, reagiert postwendend. Mit dem rechten Arm wehrt er den Ball dann über die Latte hinweg ab. Und er konnte einem leid tun, der Kobel, weil Augsburg in der Defensive wie ein Schweizer Käse auftrat. Strobel auf Player. Die Flanke ist perfekt und der Kopfball von Nico Elvedi in der 23. Spielminute führt hier zum 2:0. Richtig gehört, Nico Elvedi, der Innenverteidiger mit dem Treffer, aber Augsburg brachte nach vorne nichts zustande und so war es dann auch möglich für Ginter und Elvedi immer wieder mit die Angriffe nach vorne zu begleiten und jetzt eben auch erfolgreich. Und Gladbach wollte noch einen drauflegen, keine halbe Stunde gespielt. Nochmal Player über die linke Außenbahn. Die Flanke ist wieder gut auf den zweiten Pfosten. Hazard ist der spitze Winkel hier aber etwas zu viel gewesen. 29 Spielminuten hier knapp von der Uhr und Augsburg konnte froh sein, dass es nur 2:0 stand. Dann endlich mal einen Standard irgendwie erkämpft und dann legt sich Philipp Max den Ball zurecht. Bringt ihn auf den Elfmeterpunkt. Hinteregger kommt auch ran. Aber der geht am zweiten Pfosten vorbei und somit entstand dann auch keine wirkliche Gefahr. Setzt sich da zwar gut durch und fast fällt er auch rein, aber Sommer wäre sonst auch da gewesen gegen diesen zu unpräzisen bzw. zu laschen Kopfball.
Gladbach hatte also alles im Griff und im zweiten Durchgang sollte dann Augsburg zumindest versuchen, mal etwas mehr nach vorne zu bringen. Aber es war nur noch eine Viertelstunde zu spielen, weil Gladbach jetzt gut verteidigen konnte. Schmid über die Außenbahn auf Gregoritsch, der mit dem Kopfball, aber das ist für Jan Sommer kein Problem. Der Schweizer hier hält den ganz einfach fest. 10 Minuten noch auf der Uhr, nochmal Gladbach, Hazard, Hofmann, der Abschluss von Dennis Zakaria. Und Kobel kann sich auszeichnen, wohl der einzige Mann an diesem Nachmittag, auf den man sich 90 Minuten eigentlich verlassen konnte als Augsburg-Fan. Und das muss was heißen, wenn selbst er schon zweimal hinter sich greifen musste. Gladbach ließ aber nicht locker und kam nochmal in der Schlussminute über die rechte Außenbahn, lang im guten Zusammenspiel mit Hazard, die Flanke und jetzt der zweite Innenverteidiger, ebenfalls mit dem Treffer, Matthias Ginter in der 90. Spielminute mit dem 3:0. Auch in der Höhe absolut verdient. Ginter viel zu frei hinter Egger und Danso können sich nicht richtig orientieren. Und Ginter hält nur noch die Fußspitze hin. So gewinnen die Fohlen absolut gerechtfertigt mit 3:0 gegen Augsburg. Und das war wirklich ein bedenklicher Auftritt der Fuggerstädter. So kann man als Gastmannschaft im Borussia-Park auf keinen Fall was mitnehmen. Kleines Derby, Sportclub Freiburg gegen TSG 1899 Hoffenheim im Schwarzwaldstadion. Und die Freiburger versuchten hier, es besser zu machen als zuletzt gegen Frankfurt bei der 1:3-Pleite. Die erste Möglichkeit kam dann nach 3 Minuten schon zustande. Jérôme Gondor versucht es da, aber Posch war dazwischen und konnte mit der Fußspitze Schlimmeres vermeiden. Hoffenheim war nicht so richtig gut in der Partie. Zuletzt beim 1:3 gegen Bayern waren sie ja nur in der zweiten Halbzeit wirklich konkurrenzfähig. Hier versuchten sie dann nach etwa 25 Minuten mal nach vorne zu spielen. Belfodil auf Kramaric und dann Kader Rabeck, aber wirklich gefährlich war es nicht. Übrigens nicht gerade Belfodil, der Spielpassgebende, sondern Joel Linton. Etwas über eine halbe Stunde gespielt, Hoffenheim wurde jetzt stärker. Hier über Belfodil diesmal, Joel Linton im Zusammenspiel. Flanke von Kader Rabeck, Kramaric kommt da viel zu einfach zum Kopfball. Und Schwolo kann sich auszeichnen. Glück in der Phase für Freiburg, dass Hoffenheim es noch nicht schaffte, den Treffer zu erzielen. Doch sie blieben dran und der Eckstoß wurde hier immer zur gefährlichen Variante. Der anschließende ist, dass sie in diesem Fall von der rechten Seite hineingetreten. Freiburg in Überzahl und eigentlich alle gut gedeckt, aber Kevin Vogt kommt trotzdem ran. 36. Spielminute, 1:0 für die Gäste, erstes Saisontor für den Innenverteidiger. Immer wieder von Verletzungssorgen geprägt. Jetzt kann er seinen ersten Saisontreffer erzielen. Steigt da hoch, aber geht auch ein bisschen zu einfach. Geht keiner richtig mit und Schwolo kann da nichts mehr machen. Aus der Distanz bleibt ihm nichts mehr anderes, als sich auszustrecken. Kam aber nicht mehr ran und da beschwert er sich bei seinen Vordermännern. Zu Recht. Aber vielleicht klappt es ja auch auf der anderen Seite mit einem Eckballtreffer. Grifo legt sich den Ball hin. 44 Minuten gerade von der Uhr, auch nicht schlecht reingetreten und Robin Koch kommt dran. Hübner ist aber aufmerksam, schmeißt sich rein und somit bestand dann auch hier keine wirkliche Gefahr des Gegentreffers für Hoffenheim. Zur Pause 0:1, das ging klar, weil Freiburg nach einer guten Anfangsphase nicht mehr viel machte, erst jetzt vorm Pausenpfiff etwas auffälliger wurde, aber sie konnten sich eben nicht belohnen. Der zweite Durchgang war dann ein bisschen zäh bis zum Schlusspunkt, dann 20 Minuten noch knapp auf der Uhr und Freiburg versuchte es nochmal nach vorne zu spielen. Nils Petersen auf Yannick Haberer, natürlich mussten sie hier nach vorne spielen, man muss hier unbedingt eigentlich zumindest einen Punkt mitnehmen. Düsseldorf stichelt ja von hinten nach und Schalke ist schon vorbeigezogen, hier war es aber Petersen, der einen Schritt zu spät kommt. 77 Minuten circa von der Uhr, dann nochmal Hoffenheim, das 2:0 wäre hier logischerweise die Entscheidung gewesen, Kramaric. Aber der Schuss von Joel Linton abgefällt. Mike Franz schmiss sich rein. Die Moral konnte man hier den Freiburgern auf keinen Fall absprechen. Sie war da, aber die Qualität nach vorne langte bislang einfach noch nicht, um Hoffenheim wirklich in Bedrängnis zu bringen. Sie versuchten es in der Schlussphase weiterhin. Und Gulde ist das hier mal mit einem langen Ball. Das Mittel eben am Ende die Brechstange. Jérôme Gondorf. Der Ball ist super, der Ball ist super. Aber auch hier fehlt ein Zentimeter oder ein halber Meter. Wir wollen ja nicht übertreiben. Grifo wäre fast dran gewesen mit dem Fuß, aber eben nur fast. Freiburg verliert mit 0:1 gegen Hoffenheim. Sie verbesserten sich im zweiten Durchgang. Die 100%ige Tormöglichkeit blieb aber leider aus Freiburger Sicht.
Der erste FSV Mainz 05 zitterte sich am Ende mit dem 3:2 gegen Stuttgart über die Ziellinie. Da war es ja nochmal richtig eng. Nach einem 3:0 sollte ein Spiel eigentlich nicht mehr so aus den Fugen geraten. Gegen Nürnberg, den Tabellenletzten, wollte man aber wieder den nächsten Dreier einfahren. Eben wie schon gegen den VfB Stuttgart. Und hier hatten sie auch die Partie in der Anfangsphase komplett in der Hand. Pierre Kunde legt quer. Boetius ist da, aber auch eine tolle Parade von Martinia, der beim 1:3 gegen Hertha ja dreimal dementsprechend auch hinter sich greifen musste. Aber Mainz erarbeitete sich auch immer wieder Standardsituationen. Boetius von der linken Seite bringt den hier rein. Da ist dann Hack viel zu einfach und macht sein zweites Saisontor, auch am letzten Spieltag erfolgreich gewesen. 23. Spielminute. Und die Gastgeber führten hochverdient. Mit diesem Aufsetzerkopfball konnte dann Martinia nicht mehr richtig umgehen, aber der Kopfball von Hack, der natürlich groß ist und da durchläuft, ist dann nicht mehr für den Keeper zu reparieren. Aber jetzt wurde Nürnberg aufgeweckt dadurch und spielte dann auch nach vorne. Behrens hatte ja den Treffer gegen Hertha erzielt auf Ishak. Der Abschluss ist da, Müller kann ihn erstmal halten, die Situation blieb aber heiß. Pereira, Löwenschuss von Bell abgefälscht, vor die Füße von Mikael Ishak, 1:1. Und die Gäste waren wieder da, drittes Saisontor erst für den Schweden. Aber in der 28. Spielminute konnten sie sich dann zum 1:1 retten. Es war nicht wirklich verdient, aber so ging es dann in die Pause. Mainz hatte alles im Griff. Diese Unachtsamkeit reichte dann aber eben aus für Nürnberg, um mit diesem Remis in die Pause zu gehen. Aber es waren dann noch 45 Minuten da und für Nürnberg eventuell auch die Chance, als Sieger vom Platz zu gehen. Und sie bekamen dann auch die nächste Möglichkeit im zweiten Durchgang. Behrens, über die linke Seite ist das Pereira, gut im Zusammenspiel mit Leibold. Die Flanke ist da und viel zu frei. Mizidjan mit dem Kopfball. Wenn er etwas größer wäre, kann er ihn besser platzieren. Trotzdem, das muss eigentlich das Ding sein. Müller reagiert und fischt den raus, verhindert das 1:2. Und in dieser Phase, wo Nürnberg besser wurde, kam dann Mainz nochmal. Boetius auf Brosinski. Daniel Brosinski, 2:1, 70. Spielminute, zweites Saisontor für den rechten Verteidiger und schmerzhaft für Nürnberg, die in dieser Spielminute ja alles aus der Hand gaben, obwohl sie besser waren im zweiten Durchgang. Schlägt im Kurzneck ein, aber der war wuchtig geschossen und dann konnten sie sich feiern lassen. Und jetzt konnten sie den Ball vom eigenen Tor fernhalten, mit eigenen Möglichkeiten hier vielleicht die Vorentscheidung erzwingen. Mateta, aber der war heute nicht vom Glück gesegnet. Nicht mit dem 3:1 hier in dieser Szene. Stattdessen nochmal die Möglichkeit für Nürnberg, den Ausgleich zu erzielen. Löwen auf Behrens, Hack ist aber dazwischen, kann Schlimmeres vermeiden. Öztun Ali brachte den Ball aus der Gefahrenzone. Immer wieder waren Mainzer dazwischen, aber sie schwommen, ähnlich wie gegen Stuttgart in der Schlussphase, in der Angst, den Dreier aus der Hand zu geben. Löwen nochmal, Ishak. Und das war dann tatsächlich die letzte Möglichkeit in der 90. Spielminute. Es kam nicht mehr zum 2:2. Mainz zittert sich wieder über die Linie, nimmt wieder 3 Punkte mit und startet so perfekt in die Rückrunde. Die Pleite für Peter Bosz zum Auftakt gegen Gladbach war logischerweise nicht unbedingt das Schönste, was man so erleben kann als Trainerdebüt, aber gegen Gladbach kann man eben auch mal federn lassen. Gegen Wolfsburg sollte es jetzt aber besser werden. Das sah in der Anfangsphase allerdings ganz, ganz anders aus. Yannick Gerhardt, 5. Spielminute, 2. Saisontor und die Wölfe waren hier ganz früh in Führung und der Albtraum für Peter Bosz wieder in Rückstand. Und wieder erstmal den Ausgleich erzielen müssen. Gegen Gladbach hatte es ja eben über die kompletten 90 Minuten dann am Ende nicht mehr geklappt. Und Wolfsburg wollte dranbleiben und wollte gleich das 2:0 erzielen, um hier gleich Leverkusen jede Fahrt aus den oder jeden Wind aus den Segeln zu nehmen, um sie gar nicht in Fahrt lassen zu kommen. Die Flanke hier abgefälscht, Radetzky war dann da. Endlich auch mal was von Leverkusen nach vorne. Sie wirkten schon unsicher, das konnte man ihnen durchaus ansehen. Charles Arangis, dann Kai Havertz mal mit dieser Einzelaktion, mit diesem Traumtor. Sein 7. in dieser Spielzeit, super Treffer. Den darf man nicht zum Schuss kommen lassen. Castells steht etwas zu weit vor seinem Kasten, aber das ist auch ein perfekter Schuss. Und so stand es dann glücklich zur Pause für Leverkusen. Nur 1:1. Wolfsburg war hier deutlich dichter dran am
Führungstreffer. Und jetzt konnten sie das im zweiten Durchgang auch erstmal wieder so unter Beweis stellen. Von Peter Bosch und seiner Mannschaft kam weiterhin deutlich zu wenig, um hier was mitzunehmen. Roussillon mit der Flanke, Steffen mit dem Seitfallzieher, Fallrückzieher, wie auch immer, aber artistisch war es knapp nicht wirklich. Jetzt wurde Leverkusen zum Schluss aber stärker, etwas über 20 Minuten noch auf der Uhr. Lars Bender legt in die Mitte zu Julian Brandt. Julian Brandt bekommt von Volland den Ball wieder, versucht es dann, aber gerät in Rücklage, hämmert den Ball dann über die Querlatte hinweg. Wirklich knapp war es in der Szene dann nicht. Das sind doch einige Meter und Kuhn-Castells konnte das gut einschätzen. Aber Wolfsburg zog sich jetzt zurück mit diesem 1:1 scheinbar zufrieden. Leverkusen hingegen muss hier den Dreier einfahren. Sie wollen ja eventuell nochmal an die europäische Tür klopfen. Da wären solche Siege hier jetzt wichtig gegen Wolfsburg, gegen den direkten Konkurrenten. Aber es war dann auch Castells immer wieder dazwischen. Letzte Möglichkeit nochmal. Julian Brandt testete zum Abschluss der Partie nochmal Kuhn-Castells, sodass dieses 1:1 am Ende für die Wölfe etwas schmeichelhaft war. Die erste Halbzeit gehörte ihnen, es stand 1:1 nach 45 Minuten. Die zweite Halbzeit gehörte Leverkusen, es steht aber auch 1:1 nach 90 Minuten und das geht dann in Betracht der gesamten Lage auch in Ordnung. Der SV Werder Bremen konnte sich gegen Hannover zumindest einen Dreier mit nach Hause mitnehmen, aber es wären deutlich mehr als nur ein Tor drin gewesen, nämlich mehrere Tore und zwar etliche. Hier gegen Frankfurt war es dann ein richtiges Spitzenspiel am Samstagabend. Die erste Möglichkeit gehörte den Gästen nach Eckball und Abraham mit der Direktabnahme. Erstes Saisontor für den Argentinier in der 11. Spielminute. Kostic mit der Flanke, mit dem Eckstoß von der rechten Seite und Abraham kann sich hier lösen und rischt den Ball dann rein. 1:0 also für die Gäste. Frühe Führung. Unglücklich sieht es hier aus. Aber Pavlenka ist zwar noch dran. Kann dann aber nichts mehr machen. Gegen den doch straffen, sehr gut platzierten, beziehungsweise zumindest gut getroffenen Volley von David Abraham. Aber Bremen wollte dann antworten. Rashica über die linke Außenbahn. Klaassen ist das im 16er mit der Flanke. Aber Kevin Trapp macht sich hier gar keins draus, fängt ihn ganz einfach ab. Kruse kommt einen Schritt zu spät und Frankfurt wollte erhöhen. Dani da Costa mit Jonathan de Guzman über die rechte Außenbahn mit Rebic im Zusammenspiel. Ante Rebic über die rechte Seite, die Flanke ist da und Langkamp macht es da selber heiß. Schauen wir nochmal in der Wiederholung drauf, nimmt den Ball katastrophal an und dann hat er Glück, dass Gebre Selassie aufpasst und den ins Aus klären kann. Jetzt wurde Bremen 10 Minuten vor der Pause nochmal etwas aufmüffiger und konnte fast das 1:1 erzielen. Max Kruse mit dem Kopfball. Aber super Reaktion von Kevin Trapp. Das war aus spitzem Winkel. Ein super platzierter Ball mit dem Kopf. Aber Kevin Trapp fischt den raus. Super Leistung vom Frankfurter Schlussmann. Zur Pause 0:1. Ging in Ordnung, auch wenn Bremen jetzt zum Schluss eben noch besser wurde. Keine Stunde gespielt und Bremen kam sogar zu eigenen Kontern im eigenen Stadion über die rechte Seite mit Martin Harnik. Der ist extrem schnell mit dem Ball. Auch kann diese Flanke hier spielen, Max Kruse. Und jetzt war es einfach nur noch Pech für Bremen. Das 1:1 spätestens hier wäre möglich gewesen. Kruse macht das lange Bein, kommt auch dran. Aber es fehlen ein paar Zentimeter oder ein halber Meter, sagen wir mal so. Frankfurt dann nach Standards mal wieder etwas gefährlicher, knapp 65 Minuten von der Uhr und dann aus dem linken Halbfeld dieser Ball reingetreten. Dani da Costa kommt mit dem Kopf auch ran, aber kein Problem für Pavlenka. Dem starken Keeper, dem starken Rückhalt von Bremen. Und im Anschluss dann diese Szene, Kostic erobert den Ball und Sebastian Haller spielt mit Kostic zusammen, kann den Ball dann noch einmal rüberlegen. Rode, Jovic und dann Rebic kann es hier eigentlich zumindest vorentscheiden. Aber wie gesagt, mit Pavlenka im Tor ist nicht zu spaßen, was der rausfischt. Auch in diesem Spiel ist schon wieder sagenhaft. Viertelstunde noch knapp auf der Uhr und dann auch Frankfurt mal mit einer Unsicherheit. Harnik gegen Abraham gewinnt er den Ball. Eggestein legt den Ball etwas unglücklich rüber zu Milot Rashica. Milot Rashica, der Ball ist gut gespielt, aber Max Kruse einen Schritt zu spät, sonst wäre er auch im Abseits gewesen. Und die Bremer Fans waren da, sie zitterten, sie hofften. Sie feierten ihre Bremer Mannschaft, weil die Einstellung stimmte, die Einstellung da war. Keine 5 Minuten mehr auf der Uhr. Kruse legt sich den Ball nochmal zurecht und es waren wirklich alle großen
mit dem Strafraum dabei. Kruse hebt den Arm, Variante, ja oder nein, wird was draus. Kruse bringt den Ball rein und dann kann es geklärt werden. Ein Dicker köpft den raus und es war die letzte Szene von Bremen im gegnerischen 16er. Sie verlieren mit 0:1, hätten sich zumindest den Punkt verdient gehabt, aber so stehen 0 da. Der FC Bayern München ist im Soll, wenn es darum geht, die eigenen Ansprüche Genüge zu leisten oder diese zu erfüllen. Allerdings spielt aktuell Borussia Dortmund noch nicht mit. Trotzdem müssen sie einfach weiter dranbleiben und selber gewinnen. Und sie hatten hier die erste Möglichkeit gegen den krisengebeutelten VfB Stuttgart. Kingsley Coman mit dem ersten Abschluss und das wäre schon fast der Treffer gewesen. Zieler wäre wohl auch nicht mehr dran gewesen. Haarscharf zieht der über die Latte hinweg. Aber die Anfangsphase der Münchner wirklich stark. Über die linke Seite dann Serge Gnabry. Legt auf Kingsley Coman. Der bekommt den Abschluss. Aber kein Problem für Ron-Robert Zieler. Im kurzen Eck ist er da. Und den nassen Ball hält er dann ohne Probleme fest. Aber Bayern mit der klaren Überzahl an Chancen, an Möglichkeiten. Und jetzt auch mit dem Tor. 15. Spielminute Serge Gnabry. 5. Saisontor. Hochverdient die Führung in der Anfangsphase dieser Partie und der VfB Stuttgart spielte hier alles andere als Bundesliga-tauglich. Es ging gar nichts. Nach vorne kam kaum etwas zustande. In der Defensive waren sie auch zu schwach. So hart muss man das leider ausdrücken. Und vom 4:1 am 34. Spieltag gegen Bayern war hier natürlich gar nichts mehr zu sehen. Und vor der Pause hatten die München auch noch die Möglichkeit zu erhöhen. Kingsley Coman kann den Ball viel zu einfach in die Mitte bringen. Lewandowski kriegt aber kein Druck mehr hinter diesen Kopfball und Zieler hält den Ball dann fest. Dann kam auch Stuttgart vor der Pause mal. Baumgartl mit diesem Freistoß. Gentner macht ihn gut fest. Askar Sieber übernimmt den Ball. Christian Gentner, Mario Gomez. Aber abgefälscht der Ball von Mats Hummels. Kein Problem. Und so blieb es dann beim 1:0, mit dem es auch in die Halbzeit ging. Gomez ärgerte sich klar, aber wurde hier auch kaum in Szene gesetzt in diesem Spiel. Der einzige Torschuss von Stuttgart war hier eben gezeigt worden. Bayern eben mit dem 1:0 okay bedient, Stuttgart besser bedient, weil die Stuttgarter eben nicht wirklich was nach vorne brachten und es hier deutlich höher hätte stehen können. Und sie blieben im zweiten Durchgang dran, wollten schnell das 2:0 machen, damit hier gar kein Fortuna Düsseldorf 2.0 oder so etwas in der Art entstehen könnte. Goretzka, Thiago mit dem Abschluss und mit dem Tor 2:0. Und die Vorentscheidung, so muss man es sagen, weil vom VfB Stuttgart nicht wirklich noch etwas zu erwarten war. Goretzka, Thiago, zweites Saisontor für den Spanier. Macht er gut mit seinem linken Fuß, der nicht sein besserer ist, aber in diesem Fall kann man wohl von Beidfüßigkeit sprechen, wenn man sich den Schuss und das Tor mal genauer anschaut. 20 Minuten noch knapp auf der Uhr, war es jetzt für Stuttgart noch möglich, etwas zu machen. Gomez tatsächlich fast mit dem 2:1 und dann hätten sie sich ja vielleicht wie gegen Mainz noch rankämpfen können. Aber sie warten wieder zu spät auf, die Schwaben, und Neuer ist da mit einer klasse Reaktion, fängt er den Ball ab und klärt ihn zum Eckstoß. Aus dem resultierte nichts. 10 Minuten noch auf der Uhr. Stuttgart lief jetzt auch die Zeit davon. Bayern ließ sie etwas spielen und sie kamen dann auch zu Möglichkeiten. Castro mit der Flanke, Dennis Aogo mit dem Kopfball. Weiterhin aber 2:0 für die Bayern und somit auch nicht wirklich Gefahr im Verzug. Aber einmal kam Stuttgart noch, wir sind schon in der Nachspielzeit, Alexander Esswein, Gentner, Gomez. Der zweite Durchgang war jetzt wirklich besser von Stuttgart. Und hätten sie über die 90 Minuten so gespielt, wäre ihnen vielleicht auch ein Tor gelungen, aber Bayern war einfach zu dominant. Sie ließen am Ende Leine, aber es wurde nicht mehr bestraft, nicht mal mit einem einzigen Gegentreffer. Bayern gewinnt höchst souverän mit 2:0 gegen Stuttgart und bleibt so weiter an Dortmund oben dran. Zum Abschluss des 19. Spieltages empfing Fortuna Düsseldorf RB Leipzig im heimischen Stadion und die Fortun konnten sich zuletzt gegen Augsburg mit 2:1 durchsetzen durch einen Last-Minute-Treffer von Benito Rahman. Hier ist Usami über die linke Seite down, Marvin Ducksch mit der ersten Möglichkeit, Kopfball aber von Gulaschi gut aus dem Winkel herausgefischt. Leipzig war nicht so gut in der Partie, trotzdem immer wieder kleine Akzente können sie ja auch so setzen. Mit einem Ball von Leimer auf Halstenberg, die Flanke auf Paulsen, 1:0 für die Gäste. 9. Saisontor für den Dänen in der 26. Spielminute und das kam wie aus dem Nichts. Super Flanke von Halstenberg
Auch von Paulsen die Direktabnahme ist einfach stark und Düsseldorf dann etwas unverdient im Hintertreffen. Vor der Pause wollten es die roten Bullen dann aber noch mal besser machen, noch eine erhöhen, noch einen draufsetzen. Werner mit Klostermann über die rechte Seite, Leimer legt ihn quer in die Mitte zu Diego Demme, Diego Demme, Werner, Paulsen, Diego Demme. Naja, wie gesagt, so gut war Leipzig nicht, sie führten aber und der führt hat recht. Und so war es auch hier wieder, auch nach 45 Spielminuten stand nichts anderes an der Anzeigentafel. Die Gäste führten mit 1:0 und das ging dann auch so in Ordnung, auch wenn Düsseldorf nicht schlechter war. Im zweiten Durchgang wurde Leipzig jetzt aber aufmerksamer und wollte noch mehr nach vorne bringen, um Düsseldorf gar nicht wieder ins Spiel kommen zu lassen. Klostermann behauptet den Ball dort gut auf Kevin Campbell, der legt zu Werner, Paulsen und Werner mit dem 2:0. 12. Saisontor für Timo Werner, 58. Spielminute und das tat Düsseldorf jetzt so richtig weh. Ist ein 0:1 noch einfacher aufzuholen, wird es beim 2:0 gegen Leipzig doch schon deutlich schwerer. Klasse Abschluss für Rensing, nicht zu halten. Aber Düsseldorf wachte jetzt wieder auf nach diesem Gegentreffer und wollte schnell zum 1:2 anschließen. Duxch über die linke Seite mit der Flanke auf den zweiten Pfosten und da kommt Zimmermann auch ran. Setzt sich da stark durch, aber der Winkel ist einfach zu schlecht, um da wirklich Erfolg draus zu ziehen. Ist zwar da und mit dem Kopfball geht auch in Richtung des Tores, aber doch dann deutlich drüber. Und Leipzig wollte mit dem 3:0 jetzt die Entscheidung erzwingen. Sabitzer auf Willi Orban, der hat die Übersicht. Super Ball, genialer Ball, aber Halstenberg kommt nur mit dem rechten Fuß zum Abschluss. Der Ball bleibt heiß und dann konnte Stöger das Ganze klären. Aber hier muss Halstenberg klar das 3:0 und damit auch alles klar machen. Dann die Klärungsaktion von Stöger auch nochmal etwas gefährlich, aber den wollte er vermutlich auch so in etwa haben. Die Zeit wurde für Düsseldorf immer knapper, Leipzig wurde noch mutiger und selbstbewusster, weil sie wussten, mit Ablauf der Zeit kaum könnte hier noch etwas anbrennen. Yusuf Paulsen nochmal, 85 Spielminuten waren hier von der Uhr, aber brenzlig wurde es in der Szene auf keinen Fall. Zimmermann ist auch dran. Aber gefährlich, wie gesagt, war es dann nicht mehr. Einmal kam Düsseldorf noch, Stöger ist das hier und Marvin Duxch. 3 Minuten wären Nachspielzeit noch Zeit gewesen, aber es klappte nicht, weil Gulaschi hier super reagierte. Marvin Duxch hält den Ball aufs Tor und Gulaschi hält den Ball fest, beziehungsweise klärt ihn zum Eckstoß. Leipzig gewinnt am Ende mit 2:0, was über die 90 Minuten in Ordnung geht, auch wenn Düsseldorf gar nicht so schlecht in der Partie war. Jo, das war die Prognose zum 19. Spieltag. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder beides. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Video und tschüss.